Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Sins of Zlar Empire mit der Standalone-Erweiterung Rebellion. Wir schießen uns gerade durch den gegnerischen Toten, nein, durch den gegnerischen Asteroiden, Entschuldigung, ist kein toter Asteroid, ist ein Asteroid, hindurch, haben den Novalis Cannon erfolgreich zerstört und widmen uns jetzt der Starbase. Go for it. Die uns vermutlich mal wieder zu Asche, zu Klump und Asche schießen wird. Stufe 4, Target Uplink, Weapon Range plus 29%, Chance to Hit 17%, nehmen wir gerne. Oh, das war falsch, sorry. Der kriegt mehr Schild. Mehr Schild, Regeneratur, Skill, Regeneratur, Skill, oh Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, euch ziehen wir nach hier hinten, damit ihr da ein bisschen reparieren könnt. Ingenious. Und vor allen Dingen meine zu Klump geschossenen Capital Chips wieder ein bisschen aufpolieren könnt. Pam, 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 pam. So, oh, das ist schön, das ist schön. Das ist keine voll ausgebaute Starbase. Die hat nur 4000 Schild und 9500 HP. Die ist etwas schneller zerschossen und ein großer Vorteil, die macht weniger Schaden. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Da müssen wir nachher nämlich nicht so viel reparieren. Wir sind hier fertig. Oh, was macht eigentlich unser Verbündeter, wenn ich hier gerade höre, ein Allied Capital Ship ist destroyed? Lebst du überhaupt noch, Junge? Guck mal. Der hat tatsächlich noch einen Planeten, der Arme. Und der wird gerade von Blau angegriffen. Tja, das tut mir ein klein wenig leid. Hast du da überhaupt noch irgendwas? Er hat da noch einen Titan Stufe 4. Was? Ach du heilige Ups. Eine Stufe 10 Titan. Okay. 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 Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Schiss, wenn ich mich hellblau nähere. Wenn ich mich dem Gebiet von hellblau nähere. Stufe 10! Oh, ich gehe da mal, ne? Tut mir leid, Junge, ich kann dir da nicht helfen. Bis ich bei dir bin, das dauert ein bisschen. Da muss ich mich zuerst komplett durch Rosa durchprügeln. Oh, Mann. Ach so, ich habe es natürlich ganz vergessen, drauf zu achten, was mit meinen Leuten ist. Aber wir haben quasi verpasst, wie die Starbase explodiert ist. Shit, okay. Ist ja auch egal. Dann nehmen wir wieder unsere Angreifer hier. Die LRM-Frigates sollen die Gebäude zerstören. Meine Capital Chips und der Titan kann den Planeten bombardieren. Läuft. Läuft. Pam, badalam, pam, pam, badam. Oder oben fehlt noch einer, sehe ich gerade. Hab ich übersehen. Da ist alles fertig soweit. Da, das wird erforscht. Das wird auch erforscht. Sehr schön. Okay, da können wir auch nichts dran ändern. Möchte mir denn einer meiner Verbündeten einen Pakt anbieten? Guck mal, ich gebe dir den Offer, den Trade Pact und den Efficiency Pact. Wenn er den annimmt, gibt das für beide Seiten einen Trade Bonus und Hüllenbonus für die Schiffe, für die Trade Schiffe, sowie einen Rüstungsbonus für die Trade und Raffinerie Schiffe. Und hier bekommen wir was? Wir bauen schneller Schiffe und können Strukturen schneller bauen. Das betrifft Frigate Factory, Capital Ship Factory und Titan Foundry. Sehr schön. Die anderen habe ich entweder noch nicht erforscht. Ja, da steht's. Need more research. Oder wir haben einfach noch nicht genug Punkte ihm gegenüber. Was ehrlich gesagt sehr schade ist. Oder ist die neue Kolonie ist schon da? Wir schauen mal kurz, ob ich ihn nicht hier mit noch ein bisschen nach oben drücken kann. Nee, schade. Schade. Hep. So, selbes Spiel wie immer. Bam, 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 bam. Das ist ein Asteroid, der braucht den hier garantiert auch. Und dann setzen wir hier zuerst das da, das da, das da und das da. Wir bauen noch ein Civic Research, eine Civic Research Station. Dann, wie gehabt, huch, zuerst schnell das Schild hier hin. Die Gegner kommen von links, also wir schauen, dass wir hier das, unseren Jump-Inhibitor, ein Ally Capital. Oh, das ist, oh, Ah, er hat gerade sein Stufe 7-Schiff verloren, der Arme.
Mann. Wenn er mir jetzt gleich noch sagt, ein Titan wurde zerstört, dann wird's wirklich haarig. QW, 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 QW. Dann können wir unseren Verbündeten quasi in die Tonne treten. Da. Der Gegner flieht. Flieht, ihr Narren, flieht. Leider ist der Jump-Inhibitor noch nicht aufgebaut, weshalb er den Gegner auch nicht verlangsamt beim Flüchten. So, HP. Läuft soweit. Schilde sehen auch gut aus. Demnach wählen wir unsere Flotte an und schicken sie gleich weiter auf den nächsten Planeten, der ein Artefakt hat. Hurra! Artefakte! Mehr Artefakte für uns. Sehr schön. Ihr seht, wir haben grün schon böse, böse, böse. Oh. Vielleicht aber doch noch kurz warten, bis wir dann das Capital Shifter platt gemacht haben. It isn't looking good for, ja, das tut mir leid. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich komme nicht zu dir rüber. Hi. Bam, 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 bam. Reingesprungen, zack, tot. Ups, war da was? Pam, 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 pam. Er wird noch angezeigt, dass er Schilde hat, obwohl er die Schilde schon längst verloren hat. Auch amüsant. 1800 HP. 900 HP. Bam, das war's. Mehr EP für uns. Und jetzt können wir den Sprungbefehl geben. Hüpf. Group Jump wohlgemerkt. Und der zweiten Flotte müssen wir dann. Kann ich die nicht so anwählen? Nein, schade. Der zweiten Flotte müssen wir dann natürlich sagen. Immer schön da bleiben, ne? Immer schön dranbleiben und hinterher hüpfen vor allen Dingen. Da. Komm auf, ich will das Artefakt noch haben. Hier war jemand vor 12.948 Sekunden. Rechne mal bitte kurz jemand die Minuten aus. Wir können uns also nicht mehr drauf verlassen, was da steht. Selbes Spiel hier. 13.000 Sekunden. Aha. Okay. Los. Los, 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 los. More power, du Jump Drive. So, folgen die oder folgen sie nicht? Das ist die Frage. Nein, die meine ich eigentlich. Tun sie nicht. Das ist blöd. Dann mal schnell die hinterher. Jetzt folgen sie. Perfekt. So war das geplant. Okay. Dann kann ich mich jetzt nämlich drauf konzentrieren, was hier abgeht. Und brauche mir keine Sorge, um die Reparaturschiffchen zu machen. Da ist ausnahmsweise mal nichts los auf dem Planeten. Herrlich. Sehr schön. Wir sind hier gleich in ein paar Gegner reingesprungen, die wir relativ schnell umnieten dürften. Wenn sie denn nicht fliehen. Wir haben keine Capital Chips. Wir haben vor allen Dingen keinen Starbase. Sehr von Vorteil. Wir dürften diesen Planeten also mehr als schnell erobern können. Stufe 8, hurra! Du bekommst von mir ein Schild spendiert und einen Jäger spendiert. Noch ein Stufe 8er. Der hat aber nur ein Level Up ohne Schild. Du bekommst von mir den Target Uplink. Ich weiß, dass du Hilfe bei Praetorius gebrauchen könntest, Junge, aber es tut mir leid, ich bin nicht da. Da kannst du noch so lange betteln. Die springen weg. Wir versuchen es trotzdem mal noch abzuschießen. Mal gucken, wie viele wir noch kaputt bekommen, bevor sie abhauen. Naja, da kommen unsere Robot-Cruiser, Tralala, wie soll sie sich auch immer nennen. Ja gut, das war's. Der einen noch. Der ist auch weg. Planeten angreifen, Artefakt finden und weiter zum nächsten. Quasi so schön. Next. Who's next? Das möchte ich immer noch nicht erforschen, weil es mich eben Ressourcen kostet. Und ich hab's gerne, wenn da große Zahlen stehen. Ach ja. Meine Güte, wir müssen doch mal langsam. Oh, was ist denn das? Was machen die denn?
Die greifen mir hier meine Missile Battery an. Das ist schön. Solange sie sonst nichts machen, dürfen sie gerne weiter drauf schießen. Denn solange sie mit der beschäftigt sind, kann meine Planetenverteidigung hier hinten aufgebaut werden. Der Jump-Inhibitor wird gerade aufgebaut. Das Schild steht schon. Und wie es aussieht, sind als nächstes die Hangar-Defenses dran. Klappen wir den zu und ignorieren ihn einfach. Da wird so schnell nichts mehr passieren. Ja, da müssen die Gegner jetzt schon sich ganz hier hinten rum dahin schlängeln, um da anzugreifen. Ja, das ist nicht ganz richtig, aber danke für die Warnung. Wir schauen kurz nach, ob eventuell ein anderer Planet ein anderer Siege ist. Und wir sehen, nein, 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 nix da. Nix da, nix da, nix da. Okay. Worauf schießt ihr? Aha, okay, das ist in Ordnung. Das würde ich gerne tun. Der ist weg und wieder da. Selbes Spiel wie immer. Bam, 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 bam. Schnell das durchklicken. Ich könnte es eigentlich auch mal mit der Tastatur machen. Also quasi TRF. Hm, ja? Ach so, weil die da noch stehen. Ja klar, natürlich. Los. Schießen, schießen, schießen. Schneller, schneller, schneller. Bam, 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 bam. Ach, komm schon. Ist ja unglaublich, wie lange das braucht. Das ist Q. F. G. E. Das muss ich leider von Hand platzieren. Das Planetenschild hätte ich nämlich gerne hier hinten. Den Jump-Inhibitor hier vorne. Huch. Es tut mir leid. Ah, ich werde trauern, mein Freund, ich werde trauern. Ich werde trauern. Aber wir sind ja mit ihm verbündet. Können theoretisch unsere Botschafter zu ihm schicken und den Wert hier noch weiter nach oben schieben. Und wir sind ja ebenfalls. Ah ne, das war's. Rot, glaube ich, noch ein bisschen, ne? Nee, rot nicht mehr. Blau, blau war's. Oh, dann sollten wir uns eventuell den zum Verbündeten holen. Das ist nämlich der mit dem Stufe 10 Titan. ne? Moment, das sind Vasari und das ist, das sieht aber nach Tech aus, das da. Nein, das sind keine Tech, das da. Ich kann eigentlich auch, doch ist Tech, schade. Hm. Mist. Schade. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten, Hangar Defense platzieren. Dann G, G, Q, W, Q, W, Q, W, Q, W, Q, W, Q, W. Next. Und ab nach hinten zum nächsten Planeten mit... Hoppala, kommt denn ihr her? Achso, okay. Das ist schön. Es macht alle sehr viel Spaß. Mir wäre es aber lieber... Ihr würdet mir jemand... Also doch, ein schönes Artefakt bringen. Und was haben wir bekommen? Jump Drive Relic. Wir können... Oh, toll. Wir können zwischen den Sternen schneller springen. Da wir aber nur einen Stern haben, bringt uns das nichts. Aber unsere Masse wird um 10% reduziert. Was auch immer das heißt. Travel to distance does it. Greater accelerated rates and reduce the size of your empire's phase drives. Decreasing ship's mass. Was bringt das? Ja. Wahrscheinlich können wir dann früher im Gravity Well springen, also näher am Planeten dran. Mutmaße ich jetzt einfach mal. Das seid ihr. Das seid ihr. Du sollst mit dem hinterherfliegen, danke. Wir haben keine Schiffe verloren. Das war mal eine äußerst erfolgreiche Planetenübernahme. Wir sind aber auf Platz 1 übrigens. 1, 1 und 1. Sehr schön. Schneller, 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 schneller. Springen, springen. Los. Oh Gott, das dauert 100 Jahre. So, was erwartet uns da hinten? Hoffentlich nichts Großes. Was haben wir hier? Kodiak. Ja, das ist ja leider futsch, tut mir leid. Sehr, sehr schade. Ah, ich trauere ein klein wenig um ihn. Aber nur ein klein wenig. Den können wir wieder zuklappen
Und wir sehen hier, dass hier immer noch 4 Kordiak Heavy Cruiser in der Gegend rum marodieren. Die Nerven sägen. Was macht denn meine da? Die ist doch aktiv. Warum greift ihr nicht mal an? Nur noch mal so als Frage. Als Frage an die Allgemeinheit. Alle sind da. Das sieht sehr gut aus. Da können wir sofort den Planeten angreifen. Was ist das eigentlich für ein Planeten? Eisplanet, das ist schön. Da sind nämlich 4 Crystal Asteroiden, die wir minen können. Das sieht sehr schön aus. 4 Crystal Asteroiden plus ein Artefakt. Wir dürfen gespannt sein, was es sein wird. Wenn sich denn unsere Capital Ships mal dazu entschließen, mit ein wenig Vollgas zum Planeten zu düsen und den Planeten in Klump und Asche zu schießen. Zu Klump und Asche zu schießen. Meine Forschungen müssten mittlerweile alle durch sein. Genau, perfekt. Möchte vielleicht jemand anderes mit mir noch irgendwas machen? Wow. Wow. Er hat bei mir 20. Ja, dann sollte ich wirklich ein paar Schiffe zu ihm schicken. Dann kann ich nämlich mit ihm alles machen. Dann kann ich hier, Peace und den ganzen Rest. Dann kann ich den wirklich zum hundertprozentigen Verbündeten erheben. Wir brauchen dazu aber dummerweise eine weitere Forschung. Hep. Und müssen dann hier. Moment, 9 war es, ne? 9, genau. Ja, also nehme ich kurz mal den Ready Point hier hinsetzen. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Neruda Envoy Cruiser bauen. Und die dann beim Gegner verteilen. Und wisst ihr was? Wir bauen nicht gerade nur 8, wir bauen gleich 16 Stück. Die können wir die anderen 8 Stück nämlich zu hellblau schicken. Also rosa hier, hellblau da, können wir ohne Problem hinfliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Planeten hat er schon mal. Und hellblau wird auch hoffentlich 8 Planeten haben. Wir können nämlich pro Planet nur einen dieser Cruiser platzieren, dieser Envoys platzieren. Okay, können ist falsch, aber der Bonus addiert sich nur einmal pro Planet. So. Da werden wir wieder angegriffen. Haben aber unsere Planetenverteidigung ist schon aktiv. Und demnach sollte das doch zu machen sein. So, ihr könnt jetzt natürlich den Planeten hier nicht kolonisieren. Super, ich bin begeistert, weil da dieses blöde Broadcaster dann rumsteht. Auf, alle Mann da drauf. Unglaublich. Ach, naja. Was soll's, was soll's. Komm, ich will noch sehen, was es hier für ein Artefakt gibt. Los. Los. Oh Gott. Das ist doch schon gebaut. Weshalb schafft der das denn nicht? Der Planet das denn nicht, jetzt die Kultur zurückzudrängen? Seht ihr, grün. Okay, jetzt geht's wieder zurück. Ah, da, blau, perfekt. Okay. Okay, ich hab nichts gesagt. Läuft. Möchtet ihr jetzt bitte kolonisieren? Denn ich möchte noch vor Folgenende bitte wissen, was da für ein schönes Artefakt drauf ist. Go, 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 go. Was? 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 Wer hat das gesagt? Hallo? Hm. Nee, keine Ahnung. Das hat mich jetzt kurz verwirrt. Los! Because Hasta ist too strong here. Ich too strong here. Ich muss jetzt tatsächlich warten, bis dieser blöde grüne Balken da wieder zurückgelaufen ist. Planet Zeskia. Oh! Nee. Hä? Wer sagt das denn die ganze Zeit? Ist ja auch egal. Artefakt, 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 Artefakt. Gib mir schon das Artefakt. Achso, W, S, A, Tralala, Q und so weiter und so fort. Geh zurück, E.
Platzieren wollen wir von Hand das hier hinter dem Planeten, das hier vor dem Planeten. Können wir die wieder reinhauen? Www. Wer sagt das denn die ganze Zeit? Ach so, das sind die Envoys, die gebaut werden. Um Gottes Willen, haben die mich verwirrt. Und dann kann ich noch die Plattform hier mitten reinstellen. So würde ich sagen, wenn ihr mal da bitte weggeht, Schiffe. Oh Gott, ist das so nervig. Wenn ihr mal da weggeht, Schiffe, so, da wird sie gebaut, dann müssen wir nur den einen da nach hinten stellen. Weg ist er. Also den von Hand da hinstellen. Können wir das automatisch platzieren, wieder anstellen. QW, 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 QW. W. Das sah gerade nicht so ganz richtig aus. QW, QW, QW. Das verwirrt mich immer, wenn die Zahlen nicht gleich sind. So, jetzt haben wir's. Das Artefakt, darauf warten wir noch, ne? Wie lange dauert's noch? Okay, müsste im Moment soweit sein. Und dann können wir hier noch einen weiteren Asteroiden, TRF. Und eins für E und eins für D und noch eins für E und dann war's das. Tada! Jetzt schauen wir uns noch das Artefakt an und dann beende ich die Folge für heute. Ein Data-Archiv. Toll, super. Alle Forschungskosten werden um 25% vermindert und die Forschung wird dafür um 25% beschleunigt. Was uns jetzt natürlich super was bringt, weil wir ja gerade mit allen Forschungen fertig sind. Scheiße. Na gut. Ladies and Gentlemen, in der nächsten Folge, in der vorerst letzten Folge, werden wir alle Envoys platzieren und werden zusehen, ob wir mit den beiden gegnerischen, mit den beiden gegnerischen schweren Gegnern vor allen Dingen es nicht noch schaffen, Frieden zu schließen. Ich bedanke mich an dieser Stelle also wieder einmal recht herzlich bei euch, dass ihr bis zum Ende zugesehen habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder Likes freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Ben.